Liebe Schwestern, liebe Brüder, wenn wir bedenken, wie zentral diese Stelle aus dem Buch Exodus ist, wir hören sie ja zum Auftakt des österlichen Triduums als Lesung am Abend des Gründonnerstags, Exodus 11 und 12. Wenn wir bedenken, wie zentral diese Verse sind für das, was wir da tun als Christen, dann kann man eine gegenwärtige Diskussion, die so oft geführt wird, zwischen angeblich rechts und links, was denn die Messe sei, gar nicht recht verstehen. Ist sie ein Mahl? Ist sie ein Opfer? Und dann spielt man beides gegeneinander aus. Der alttestamentliche Bestand, die neuesten Forschungen sagen uns, wie gerade hier in unserem Abschnitt zwei Traditionen zusammenfließen. Man merkt eine gewisse Spannung im Text. Das ist kein glatter Text, sondern dieser Text, so alt er ist, nimmt ganz unterschiedliche Traditionen in sich auf. Da ist einmal die klare Tradition des Opfers. Da ist nichts nebensächlich bei der Beschreibung des Tieres, dass es makellos sein muss, dass es nicht zerteilt wird. Und dazu gibt es die Tradition des Festes und des Mahles. Beide Traditionen, die hier zusammengeflossen sind in diesem Text, nimmt Jesus auf. Denn es ist ja nicht von ungefähr, zu welchem Zeitpunkt er dieses letzte Mahl mit den Jüngern hält und wie er es hält. Beides drängt sozusagen die Handlungen Jesu am letzten Abend seines irdischen Weges, vor seinem Leiden. Der Gedanke des Festes, des Mahles, wie auch das der Hingabe und des Opfers, seiner Makellosigkeit, wie auch, dass es selbst beim Mahl kein selbstgefälliges Gelage ist, sondern eine Mahlzeit des Aufbruchs. So haben schon die Väter bei unserer Exodus-Stelle beobachtet. Es gibt gerade im Buch Exodus in den alten Schriften manches, was man sehr wörtlich befolgen muss und manches, was man geistlich verstehen muss. Sie sagen, die 10 Gebote sind sehr wörtlich zu nehmen und zu befolgen. Die Vorschriften hier bei der Mahlzeit mit den Bitterkräutern etwa, die kann man geistlich verstehen. All das fließt ein, wenn wir über Eucharistie reden. Auch wenn wir heute fragen, wie können wir denn heute noch Messe feiern? Nicht wenige fragen das. Und wir können es in rechter Weise feiern. Wir können es dann tun, wenn wir das, was hier eingeflossen ist in die Tradition Israels, was Jesus aufnimmt, was er zur Vollendung bringt, wenn wir es ernst nehmen. Die Eucharistie ist das Mahl der Rettung. Es ist das Opfer der Erlösung und zugleich immer Aufbruch. Für Christen immer ein Aufbruch. Nie ein sich niederlassen, sondern immer das Signal des Aufbruchs. Eure Hüften seien gegürtet, esst es hastig, denn es ist Vorübergang des Herrn. Bis wir ankommen in diesem Land, das Gott uns versprochen hat, in unserer wahren Heimat, haben wir dieses Mahl als Stärkung, dieses Opfer als Versöhnung. Wir haben es hastig zu essen, weil es ein Angeld ist auf die Heimat, die uns einst geschenkt wird.